Sind die Düfte von Givenchy wirklich so irresistible? Ich habe alle Parfums getestet und hier sind meine Gedanken dazu. Beginnen wir mit dem Original, mit dem alles angefangen hat. Das ist wahrscheinlich der Signature Scent für den Sommer, wenn ihr es liebt, Komplimente zu bekommen. Das ist ein super moderner Rosenduft, der einerseits eine fruchtig-süße Birnennote hat, die aber durch holzige Noten sehr elegant und nicht zu süß wird. Irresistible Rose Velvet ist die samtig-pudrige Schwester des Originalduft. Sie haben eine sehr ähnliche DNA, aber rosa Pfeffer, Iris und Patchouli sorgen dafür, dass Rose Velvet diese pudrige Note bekommt, die es sehr schön mit der Haut verschmelzen lässt. Und als letztes haben wir das neueste Eau de Parfum der Serie, Irresistible Very Floral. Diese Version vereint die besten Eigenschaften der letzten beiden Düfte. Er ist fruchtig frisch durch eine leichte Bergamotte-Note, gefolgt von blumigen Noten wie Jasmin, Ylang Ylang und Iris, die ihm eine leicht pudrige Note verleihen. Und jetzt kommt mein Favorite Part. Der Duft enthält Kokoswasser und eine schöne Solarnote und das gibt ihm so einen richtig schönen sommerlichen Twist. Deswegen ist er wahrscheinlich auch mein persönlicher Favorit der Reihe. Übrigens gibt es von Givenchy auch Make-up, so wie diesen Lip Balm hier. Der hat nicht nur eine richtig schöne Verpackung, sondern schützt eure Lippen auch mit einem Lichtschutzfaktor 15. Und in letzter Zeit liebe ich einfach, diese Farbe zu tragen. Welcher Duft der Irresistible-Reihe ist euer Favorit?